thinking back. Drop the classic. Keep established. Let the magic. It's all the magic. Wir wollten einfach dieses Spiel unbedingt gewinnen und wir waren auch richtig gut vorbereitet auf das Spiel. Und ich finde, jeder war sehr fokussiert und motiviert. Und wenn ich weglaufe, ich bewege mich nicht weg. Ja, du läufst hier weg, oder? Ja, ich laufe entweder vor dir. Halt einfach den hier. Nein, du gehst einfach so. Nein, du gehst den Schritt ein. Ja, ja. Nicht so, aber schon so. Ich kenne dich, dann spielst du wieder so. Und das ist unsere Mannschaft, unser FC Salzburg in der Warm-up, in der Aufwärmphase. Ja, gegen Chelsea Tore zu schießen macht für mich Spaß, aus einem Grund noch mehr, weil mein Bruder ein riesen Chelsea-Fan ist und ich ihm unbedingt zeigen will, dass ich auch gegen Chelsea ein Tor schießen kann. Und dann im Rückspiel hat es wieder geklappt, wo er auch Zuschauer war und das war so wie eine extra Motivation für mich. Bon, le gardien il vient vers moi, il me dit qu'il a regardé disons, mes pénaltys. Ils ont essayé de voir des vidéos de comment je tirais les pénaltys tout et tout. Disons qu'il va enlever mon pénalty, qu'il me connaît, tu vois. Moi j'ai 90% de marqué, lui il a 10% d'arrêté. Also bei dem Schuss habe ich auch davor analysiert, der hat letztes Mal auch links geschossen. Er hätte es auch wechseln können, jetzt rechts schießen, aber ich habe mich dann für links entschieden und war dann auch die richtige Ecke. Ja, jeder war gut drauf, musste es erstmal sacken lassen. Und so ein 5-1 war schon geil. War einfach, glaube ich, gut für die ganze Mannschaft, für das ganze, auch für das Trainerteam. Und hat einfach gut und so einen Sieg darf man dann auch mal feiern. Also, Gratulation, Jungs, zu einer richtig geilen Leistung. Ich finde, eine Performance, die steht einfach da oben, so wie ich mir den Fußball vorstelle. Das war richtig gemeinsam, das war geschlossen, das war in unserer Art und Weise und ich finde, das war eine richtig geile Werbung für unser Haus, für Red Bull Fußball, für die Red Bull Akademie, wie ihr alle ausgebildet seid. Finde ich einfach richtig geil. Hut ab, Chelsea 5-1 abzuschießen, das ist nicht selbstverständlich, sondern es ist richtig, richtig geil. Bravo, Jungs. Bravo, Männer. Ich möchte gerne, dass alle diesen Ball unterschreiben, weil es
ein spezieller. Übrigens, er hat gesagt, ich darf das erste machen. Ja, le ballon de des trois buts, ça fait plaisir de recevoir ce ballon-là parce que c'est un truc, disons, symbolique qui est dans la culture du foot. Lorsqu'on fait, disons, un triplé, un hat-trick, tu repars avec le ballon. Et là, j'ai décidé de le faire signer par tout le monde pour garder ce genre de souvenirs-là. Parce que là, c'est mon premier triplé en Youth League. On ne sait jamais à la longue. Si jamais j'ai des enfants, je leur dis, ah, voici ça, mon premier triplé en Youth League avec Salzburg en Autriche. Donc, à vous de faire mieux que votre papa. Nicht jeder bei 100% hat, und wenn das heute im Training so ist und er dann den Schalter umlegen kann, dann ist es mir scheißegal. Aber morgen, Jungs, gibt es Feuer. Und dadurch, dass der Federer jetzt raus ist und ein großes Fragezeichen ist, wissen wir noch nicht, wie wir es dann genau anlegen. Dass er gestartet hat, ist, glaube ich, keine Überraschung nach Chelsea. Also im Abschlusstraining gegen Mailand habe ich mich noch ein bisschen verletzt. Also ich wurde umgegrätscht im Training. Danach mussten wir ins Krankenhaus fahren, um zu schauen, ob alles mit dem Knochen passt beim Schienbein. Und es hat zum Glück alles gepasst. Milan hat zwar jetzt extrem viele Spiele gewonnen in der Youth League, sind extrem gut drauf, muss man ehrlich sagen, aber ich finde einfach, wir haben es im Hinspiel auch extrem gut gegen sie gemacht. Da haben halt einfach nur die Tore eben gefällt. Ja, wir haben in Mailand ein super Gefühl gehabt, weil wir in der Vorwoche eine super Leistung gegen Chelsea gebracht haben, einen hohen Sieg einfahren können. Die Jungs sind dementsprechend voller Selbstvertrauen mit breiter Brust nach Mailand gereist. Ja, natürlich, wir haben gewusst, in Milan, wenn wir gewinnen, sind wir fix Erster. Und das war für jeden wichtig, dass wir als Erster rauskommen. Darum denke ich, hat jeder wirklich sehr Bock gehabt auf das Spiel. Wie schauen wir aus? Passt alles. Ja, was hast du jetzt? Merkst du es jetzt noch oder spürst du es? Nur beim Druck. Nur beim Druck? Ja. Laufen nicht? Ich kann nicht. Sprünge nicht? Nix. Nix. Das heißt was? Ich spiele mal. Ja, dann. Aus. Ja? Ja. Spiel gestartet, wie wir uns das gewünscht haben. Wir waren dominant, wir haben viel den Ball gehabt, wir haben versucht, den Rücken des Gegners zu attackieren, sind auch zwei, dreimal super in die Tiefe gekommen.
Unser Trainer hat uns bei der Halbzeitpause gesagt, dass wir einfach einen kühlen Kopf bewahren sollten, dass wir zu weiteren Chancen kommen werden und dass wir die dann nützen werden und so dann das Spiel auch gewinnen werden. Ich glaube, zufrieden kann man mit den Ergebnissen schon sein, aber der Anspruch war einfach höher gesetzt. Und das ist schade und ärgert uns auch ein bisschen, glaube ich, jeden Einzelnen, dass wir da nicht den ersten Platz gemacht haben. Wir haben nicht erwartet, dass wir hier mit 6 Siegen durchmarschieren. Nichtsdestotrotz war natürlich die Hoffnung und auch die Herangehensweise die, dass wir die Gruppe als Gruppenerster gewinnen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich sehr froh, dass wir in der Knockout-Phase sind und jetzt gegen Bern ums Achtelfinale spielen. Jetzt ist es so und jetzt haben wir halt noch ein zusätzliches Spiel. Und ja, wie gesagt, nichts verloren. Die Jungs waren sicher nicht happy darüber, dass wir auf Kunstrasen spielen. Bisschen rutschig. Wir müssen aufpassen auf jeden Fall. Welcome for the draw for the 2022-23 UEFA Youth League Round of 16.